Lieder, gehen wir diesmal wieder 2-2? Ja, damit ich dich im Auge behalten kann. Jedes Team bitte auch schon eine Kamera möglichst mitnehmen, falls wir einen Knochen irgendwo finden. Ich habe jetzt EMP und Thermometer. Ein Thermometer. Ich habe Kamera und Thermometer. Reicht ja fast, oder? Okay, passt. Wollt ihr noch einen Thermometer, dann nehme ich eine EMP mit. Passt, wir haben auch einen Thermometer. Ich habe einen EMP. Ich hab Thermometer und EMP mit. Ah. Ist schon wieder so kalt gleich am Anfang. Ey, warte mal, ich hab keine Taschenlampe mit. Brauchst du nicht. Ah ne, wo bist du lang da? Kannst du noch schauen, wo der Sicherungskasten ist? Auf der linken Seite. Zweite Etage. Keller, linke Seite bei euch da. Wir sind doch ein bisschen bescheuert, ins Asylum zu gehen hier. Ich meinte, wir sollen einfach noch gucken, wo die Türen offen. Die Klot? Ich habe eine Tür gehört irgendwo. Okay, lass mal gucken, wo die Türen offen. Oh, hier hat auch irgendwas gekippt gerade. Könnte natürlich auch unter uns gewesen sein. Hier geht's schon mal runter. Habt ihr das Piepen auch gehört gerade? Piepen nicht, aber die Tür ja. Oh, wir haben hier eine Tür, wir haben hier eine Tür im Bad. Was, wo die Tür schon? Türen haben wir aber auch eine Menge. Habt ihr die offene Tür? Der Ding bitte. Nee, keine offenen. Ja. Es müssen ja keine Minustemperaturen werden, das ist ja das Ding. Mal EMF. Habt ihr da das gepiept, ja? Das kam hier aus dem Raum, oder? Ist hier die Küche? Die Mikrowellen, die man anschalten kann, oder? Wahrscheinlich, ja. Die haben hier Geräusche gemacht, die Mikrowellen. Gib uns ein Zeichen. Ja, eindeutig. Ja. Okay, dann ist es vielleicht der Raum. Mal das. Mal einen Schritt. Ja. Ich leg den Schritt habe ich auch hier ab, das brauchen wir nicht. Dann sind es anscheinend keine Minustemperaturen. Gut, der Bereich hier ist auf jeden Fall heiße Zone. Ich würde sagen, wir holen noch ein bisschen Sachen für Beweismaterial sichern. Ja. Hör auf zu piepen, es stresst. Wäre natürlich geil, wenn die Mikrowelle einfach nur. Oh, das ist auch richtig nah an der Base, das ist gut. Brauch mal. Junge, war die schon aktiv? Bildtreiber. Eine kurze 10, was zur Hölle? Da war die vielleicht schon sichtbar ganz kurz. Ich habe das Geisterbuch mit und Knicklicht. Ich habe UV-Lampe. Ich habe auch irgendwas. UV. Ah, ich nehme noch eine Box mit statt UV. Kamera mit Stativ. Kamera, Alex? Nee. Ich mach eh keine Fotos. Weil nee, keine Fotokamera. Kamera mit Stativ. Videokamera. Opse. Ja. Opse. Ich guck gleich nochmal rein, ich hab. Bilder und. Okay. Aber kalten Schritt. Hier rechts? Gut, dann gehe ich hier mal fragen. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Aber wieder ein Schritt, oder? Wie alt bist du? Konnte man denn noch so fragen, Alex? Du bist der Spezialist. Alex ist noch drinnen. Wie alt bist du?
bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie geht es dir? Was willst du? Bist du hier? Wie alt bist du? Muss ich rausgehen, ne? Ja gut, entweder der reagiert nur auf Einzelpersonen oder keine Box. Ich lass die mal hier mit liegen. Möchte einer ganz fix vielleicht zum Strom gehen und den anschalten? Kann ich machen. Wo war der links irgendwo, ja? Untere Etage und links, ja. Basic Park ist das keine gute Idee. Gut, haben wir zum... Ja, wir können mal nach Orbs schauen derweil. Das ist eine gute Idee. Glaube ich, perfekt Position. Weil wenn der dann jagt, dann nur an ihn und wir sind draußen. Ja, das hab ich gehört. Das ist halt wichtig, solange es Licht noch aus ist, weißt du? Da war er kurz. Alex, sag mal genau, wo der ist. Der Sicherungskasten. Okay, also, da wo bist du? Da war ein Orb. Der Kreis, wird stärker. Wenn du unten bist, wenn du, nicht in dem Raum, raus. Hat sich erledigt, ich glaube der ja. Dann, links halten. Der jagt nicht, nein, nein. Nach der Treppe. Dritte Tür, links. Hat der einer von euch die Türen zugemacht? Dann in der Hinter. Schloss nicht. Ja, ich war das. Nächste links. Dann, wenn du reinkommst, links hinten bei Ecke. Also Geisterorbs haben wir ja. Nee, ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich habe jetzt doch nichts weiter gesehen. Ja, nicht. Noch gucken, ob die alleine reagiert auf die Geisterbox. Ich habe die drin liegen lassen, die Box. Aber wir haben auch noch eine zweite, ja. Ich nehme noch ein weiteres Buch mit auf jeden Fall. Was sind unsere Aufgaben hier? Wir haben schon alle fertig, da geht gerade eine Tür auf, da ist gerade eine Tür aufgegangen. Da ist gerade eine Tür. Haben wir schon die Bewegungsmeldeaufgabe? Ja, haben wir alles drin. Wir brauchen nur noch ein Geisterfoto und welche Art Geist, das sind die letzten Ziele. Ich werde versuchen mit ihm allein zu kommunizieren. Ja, du hast noch genug Sanity, das reicht noch für 5 Minuten, schätze ich. Dann mach aber das Licht auch an. War schön mit euch. Macht's gut. Und schick Andi raus, wenn du ihn findest. Andi, Alex möchte mal alleine mit unserem Freund Geist reden, wenn du dann derweil rauskommst, bitte. Ah, da ist er schon, nice. War jetzt schon Beweis gehabt? Ich glaube nicht. Nee, aber. Ich hoffe, er spricht zu Alex gleich. Wie ist seine Sanity? Dass man nicht mithören kann. Ist das dunkel da? Hat er seine Lampe nicht an? Doch. Geisterbox, Geisterbox. Was hat er dir Schönes geantwortet? Er hat hier gesagt. Wir haben Geisterbox hundertprozentig. Gut, haben wir schon mal was. Dann habe ich ein Buch mit. Hatten wir noch ein Buch oder liegt schon eins drin? Moment mal, ich muss schon meinen drin, Moment ja. Gerade genießen. Ich bin da alleine gerade drinne gewesen, nach mehreren Minuten. Das ist ein Profi-Schwierigkeitsgrad, ja, und habe mit ihm Geisterbox. Mit einer Sanity noch weit Minuten, über 50. Du warst 10 Sekunden drinne. Nein, ich meine sagen, Minuten, nachdem Andi du gestartet kann hast. Kurz hier bleiben höchstens. Wir können noch eine Kamera mitnehmen. Hat noch jemand Platz? Also eine Filmkamera, dass wir noch mal nach Orbs besser schauen. Foto.
kann Andi hier gleich noch nach oben schauen. Wir gehen noch mal rein. Licht ist immer gut für Sanity. Das Buch hier können wir auch mitnehmen und noch umlegen dann. Wo hast du mit ihm gesprochen, Alex? Hier direkt drin, da wo du stehst, ja. Okay. Ja, wo soll ich die Kamera jetzt aufstellen? Gegenüber. Irgendwo. Die eine steht da. Soll ich das Buch hin auf dem Boden vielleicht? Ja. Ein Buch hier auf dem Boden. Mittig. Vielleicht hier vor die Herdplatten irgendwo. Genau. Kameras nicht an die Zwischen. Ich hab dir mal den anderen Raum, weil der die Tür hier ging auf. Kann auch sein, dass der hier. Nee, das ist die Mikrowelle, ist immer in dem Raum. Licht raus, aus. Ja, Geist, ist die zweite Kamera an? Ja, ich guck gerade durch, aber dass du eine Mikrowelle bedienen kannst. Keine Orbs. Oder aktiv. Der hat gerade schon wieder an der Tür rumgespielt, als ich raus bin. Boah, wie heißt er eigentlich? Linda Martinez. Die zweite Kamera auch keine Orbs. Linda Martinez. Nee. Schade. Ja, gucken wir mal. Die Sanity ist jetzt bei allen relativ gleich wieder. Das ist schon mal schön. Ja, jetzt hat er Zeit gehabt, ins Buch zu schreiben, würde ich sagen. Wir schauen nochmal nach Fingerabdrücken. Wir können auch nochmal... Ne, Gefriertemperaturen würden wir sehen. Obst sind eigentlich auch ausgeschlossen. Ja, wir haben zwei gute Winkel. Wir können höchstens die Kameras nochmal umstellen. Vielleicht in den Nebenraum, wo wir zuerst drin waren. Ich dachte eigentlich auch, wir sollten mal... Und vielleicht auch in den Flur. Die Tür war zuerst offen. Ich habe meine Taschenlampe getroppt, ich Depp. Kann man machen. Ich nehme mal die Kamera für den Flur mit. Genau, mal Taschenlampe rein. Mist. Gar kein Platz. Ich hab einen Schritt neben mir gehört. Hey, ich geh kurz zur Hörzeichnung. Alles gut. Ja, wohl UV-Lampe geholt. Ja, ja, natürlich. Stimmt, UV-Lampe wollte ich meine wieder aufheben jetzt. Der Alex, ey. Ich hab die eine Kamera schon mal. Mach das Feuerzeug einfach zur Sicherheit an. Wechsel auf die Räucherstäbchen danach. Und wenn's heißer Scheiß wird, F und Rechtsklick, ich weiß nicht, welche Taste die anmacht. Mit E kannst du sie dann wegwerfen. Oh, wieso hast du das jetzt schon angemacht? Ich dachte, wir wollten ja zünden. Ja, das sind... Finger... Hier war doch Fingerabdrücke, oder? Hier ist doch was. Nee, doch nicht. Da kann auch selber die Fingerabdrücke. Am Lichtschalter wenden. Oh, ja, wir haben Wasser. Was ist denn der? Oh, fotografieren. Wasser. Wo ist denn die zweite Kamera jetzt? War noch eine Packung Räucherstäbchen. Eine steht hier. Die habe ich da hingestellt für den Flur, ja. Die andere noch nicht umgestellt. Ja, die steht noch hier hinten in der Ecke. Ich habe wieder Räucherstäbchen. Keine Fingerabdrücke nirgends. Wann soll ich die jetzt zünden? Wenn der anfängt zu jagen, damit wir gut wegkommen. Ah. Das hält ihn dann auf.
Gott. Der hat schon wieder Wasser angemacht. Jetzt dreht das EMF so rum, Alter. Du kannst eine Kamera, du kannst eine Mikrowelle und ein Wasser haben. Die Hand. Ich geh mal kurz in den Truck und schau nach Orbs. Geht mal bitte vor der Kamera weg, wer auch immer da gerade steht. Achso, ist nicht. Wiesel wurde gerade schön ins Ohr gehauen. Da sind noch Sticks irgendwo, glaube ich. Und zu viele Taschenlampen. Ja, wenigstens habe ich es auf Kamera. Alex ist eine Pussy. Das ist nichts Neues. Ja, es wundert mich auch immer. An dir räuchert. Ich habe die übrigens gerade gesehen, die ist über den Boden gekrochen. Ich habe die Kameras durchgeschaltet, habe ich so gesehen. Ja, so ein Geist wieder, ekelhaft. Ja. Wo war die? Richtig creepy. Auf Kamera 12. Das klang nämlich eher, als wenn die unten drunter war. Kamera 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Durch den Gang ist die gekrochen. Von unten nach oben hier in der Sicht. Ich weiß aber nicht, welcher Gang das ist. Ist das Keller? Warte mal, ich stelle mich jetzt mal an den Gang, wo ich denke, dass das ist. Da geht er dahin. Ein letztes Mal. Okay. Ja, Mann. Ich hab das sich rettende mit. Ist es der? Ja, ja. Geh mal mit rein. Ja, der ist es. Das ist der Gang, perfekt. Ah, die hat einen Moment gebraucht, die dahin ist. Also es kann auch sein, dass die von irgendwoher kam und erst dahin gewandert ist, dann während der... Achso, die kam von da hinten und die ist hier lang gekommen, oder? Die kam von unten und ist nach oben. Also du kamst auch gerade von oben. Ah, okay, dann hat die uns nur gesucht. Okay, ich dachte, die hat da angefangen zu jagen. Nee, die kam da ins Bild gelaufen. Also ich hatte auch erst eine Weile gebraucht und habe Kameras durchgeschaltet, ehe ich sie dann zufällig da gesehen habe. Haben wir irgendetwas außer schmutziges Wasser? Und Geisterbox. Wir haben keine Orbs. Ich kann noch mal schauen. Kam ich jetzt noch gar nicht richtig dazu, aber da habe ich auch keine Orbs gesehen. Nee. In der Küche waren ja auch keine. Da haben wir aus beiden Richtungen geschaut in der Küche. An der Küche war die ganze Zeit das Piepen, also. Und im Bad war dann zwei, dreimal das Wasser an. Das wird schon die Ecke sein, wo die sich rumtreibt gerne. Ha. Der Bewegungsmelder in der Küche ist das, ging auch gerade wieder an. Der linke. Wir können dort noch nach Büchern schauen, nach Fingerabdrücken in der Küche nochmal genauer schauen. Haben wir noch irgendwas, wonach man schauen kann? Temperaturen in der Küche, aber das ist ja eigentlich nicht Minus, das würden wir sehen am Atem. Fehlt noch irgendwas, wo wir nachschauen erstmal können? Erstmal jeder Sanity nehmen, oder? Ja, das wäre nicht schlecht. Sonst jagt die gleich. Oh, warte mal, wird die vielleicht rauslocken wollen, um sie
Wir wollen erstmal die Beweise noch haben und dann können wir sie gerne rauslocken. Ja. Die Beweise sind erstmal wichtiger als ein Foto. Verlaubschef, das sehe ich. Beweise. Dafür ist die Katze gut. Die macht Flackop nicht, wenn sie jagt. Schauen wir nach Büchern und Fingerabdrücken. Welcher Gang war das, wo du dann gerade warst, Andi? Ja, wach nach rechts. Okay. Wo ist denn meine UV-Lampe, die hier liegt? Hier hinten liegt auch noch eine. War die Tür schon so angeklappt? Die andere ist weg. Ah, ne, irgendwie. Ne, ne. Dann war sie das. Beiden Bücher liegen auch zu dicht beieinander. Und hier liegt jetzt Alex Schmutz drauf, den er vorhin hingeworfen hat. Er hat ja gut geworfen, oder? Tampon. Hat jemand gerade Platz frei, um das Buch noch umzulegen? Aber nicht. Warte, ich kann ja einen machen. Da wohin? Mal noch hier hinten in die Ecke. So irgendwo in den Bereich. Ich möchte nochmal betonen, Andi ist an. Boah. Wie viel EMF haben wir? Ist die? Schreib in das Buch. 4, oh, dann ist die sehr aktiv. Versuch's doch bitte mal ein bisschen freundlich. Haltet die Kameras bereit, die Fotokameras, falls die sich mal zeigt irgendwie. Könntest du mir bitte was in das Buch schreiben? Gib uns ein Zeichen. Schreib bitte in das Buch. In da meine Gute, schreib mir was drin. Ah, die Küche ist auch warm wie die Hölle. Das ist nicht der Raum von ihr. Die Temperaturen haben sich normalisiert. Sag mal, schon mal, wo die dann in einen ganz anderen... WTF hab ich mich gerade... Wo die in einen ganz anderen Raum war. Und das Bad hier ist es auch nicht. Das ist hier der Gang. Und zwar... der ganze Gang. Vielleicht hinten rum. Wir müssen die Bücher in den Gang legen, bitte einmal. Und noch die zweite Kamera in den Gang hier. Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Deine Kontaktlinsen auf dem Boden gesucht. Ich glaub, ich bin der am wenigsten Angst, ja. Oh, 5. EMF 5. Sehr gut. Beide. Ja. Dann schlägt das ja richtig Alarm. Oder beim... cool. Das war gerade vom Klo, wo das so abgegangen ist. Habt ihr die zweite Kamera auch umgestellt in den anderen Gang jetzt? Ich weiß gar nicht, wo die steht. Nee, die steht immer noch da drin. Geh mal auf die 20, bitte. Eins. Hatte ich auch gute Temperaturen in der Ecke. Das ist halt der ganze verfickte Gang in beiden Richtungen von da, wo wir waren, aus. Ist kalt. Ist richtig behindert. Keine Chance, da was passend zu finden. Mit nur einer Kamera. Schon mal und dann hat einfach. Und wir können noch mal Oni und Jin ist es. Was anderes kannst du jetzt auch nicht mehr sein. So, ja, dann können wir eh erstmal gucken, ob es überhaupt Orbs sein können. So, was hatten wir eben? F5. Oni wäre Geisterbuch, Jin wäre
Geisterorb, ja. Okay, also die beiden Sachen. Dann müssen wir die zweite Kamera nochmal umstellen, die Kamera hier nochmal umstellen und die Bücher auch in den Flur legen. Und die Kameras bereit halten. Ich habe wieder eine mit. Also, wo kann man leicht an ihrer hohen Aktivität erkennen? War ja relativ aktiv, ne, mit Mikrowelle und so. Ja. Wasser ist schon wieder an, Mikrowelle. Lass uns ein Foto machen und Uni einstellen, wenn wir keinen Beweis kriegen. Ansonsten schauen wir mal, was es ist. Ja, Alex, pass auf, dass er hier nicht alleine stirbt. Stellt mal die Bücher um und die an eine Kamera umstellen. Nicht trödeln, wir haben hier wichtige Aufträge, Leute. Mein das Buch. Irgendwo im Gang legen. Ja. Ja, zum Beispiel. Ich mach mal die Tür halb. Schreibt in das Buch. Das zweite Buch können wir auch noch woanders hinlegen. Schreibe bitte in das Buch. Gut. Vielleicht in die andere Richtung. Sollen wir in das Buch schreiben? Kamera. Weil hier sowas auch kalt, ja, hier so vors Bett vielleicht. Wenn der Böse kommt, der gute kommt. Was? Okay, schreibt in das Buch. Schreibt in das Buch oder sowas. Ach, doch zu der armen Schlampe nicht, dass er eine arme Schlampe ist. Gut, gehen wir nochmal raus und checken Orbs. Geht auf Alex. Nein, 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 Andi ist es. Ne, der Tod geht auf Alex. Was habe ich getan? Wieso ist er? Du hast dir einen Namen gerufen, du Bastard. Achso. Was habe ich getan? Was habe ich vorhin gesagt? Erste Priorität, Beweise sichern. Und dann können wir uns um Fotos kümmern und den Geist vorlocken. Wenn jemand noch mal alleine rein muss, weiß ich, wen ich schicke. Kommst du, Wiese? Ja, ich hab nur noch ein Bild gemacht und hier und ja, sehr gut. Ich finde, das gehört zur Höflichkeit, dass man Leute auch mit dem Namen anspricht. Und aber ich dachte jetzt eigentlich, dass Alex drauf geht, aber das dann meine ist Andi verreckt. Wieso denn ich? Was hab ich denn gemacht? Weil du weiter vorne gehockt hast. Gang 1. Guck doch mal, wo Andi gehockt hat, hinter der Kloschüssel. Ja, aber Farb, du hast Farb ist hier nur auf mich gerade, wo ich auch nichts gemacht habe. Du hast ihren Namen gerufen 3-4 Mal. Nur dreimal. Ja, hat gereicht. Sie ist Akku geworden, Jagd startet. Ich würde Orbs ausschließen. Aber Andi hat mal. Andi hat seitdem ja eh gelebt. Ich meine, da hätte er eh nicht so viel kommen. Wir brauchen jetzt jemanden, der nochmal reingeht und nach den Büchern schaut. Oh, ein Freiwilliger. Nein! Alex, viel Spaß. Du musst nur rein nach den Büchern schauen. Warte, wir schalten auf deine Kamera. Schau mal kurz Richtung Eingang, dann kann ich hier hinschalten. Ich will da aber. Was ist raus? Oh, mein Gott, Andi. Hör auf. Der soll schreck was rausgeplumpst. 10. 16. Ist das Alex? Das ist Alex mit der Kerze, ne? Gut. Oder? Doch. Ich dachte, der guckt raus, okay. Guckt er uns an. Mensch. Dann, schau nach den Büchern, wir gucken live mit. Das Buch hat schon mal nix. Okay, das zweite Buch. Wir haben Geisterbild haben wir nicht. Andere Richtung den Gang lang. Ja,
Rechts rum, dann vorne wieder rechts rum um die Ecke und da am Bett müsste es liegen. Na gut, dann kommen wir wieder raus. Hat er sich das Bein gebrochen? Ich weiß nicht, der geht vielleicht geduckt oder so und dann backt das so. So nett, dass er noch die Kerze da lässt. Will jetzt das Buch abfackeln. Ruf bitte nochmal 3-4 Mal ihren Namen. Linda Martinez war das, glaube ich. Wie hieß sie? Linda Martinez oder Linda Martinez oder Linda Martinez? Ja, genau wie sie hieß. Linda Martinez, oder? Ja, Linda Martinez. Oder Linda Martinez? Linda Martinez, Linda Martinez, Linda Martinez. In. Passiert gar nichts. Keine Aktivität. Ich habe erfüllt, aber. Ich glaube, die ist satt. Bücher sind leer, wir sehen keine Orbs. Ach, das ist schwierig. Auch keine zwei Tote auf deinem Gewissen haben, aber jetzt hast du mich gerade auf dem Gewissen gepasst. Du solltest ja nur fix nach den Büchern schauen, war alles gut. Also ich bin eben so ein smarter Guy, der da easy durch. Ja, und dann trotzdem nochmal den Namen fünfmal ruft. Man muss keine Pussy sein in dem Spiel, weißt du? Man muss auch wie ein Mann da mal reingehen und mal einfach das tun, was ein Mann zu tun. Mich nervt das. Achso, warte mal, wir haben Andi doch gar nicht fotografiert, oder? Doch, hat doch, hab ich gemacht. Er hat nämlich wirklich mitgedacht. Ich würde Orbs einstellen. Ich bin doch jetzt wieder quitt, ich bin da gerade alleine drin gewesen. Ich hab Andi ist tot, ich bin quitt. Was wäre es mit Orbs? Gin. Gin? Was steht denn beim Gin? Ich werde mal kurz noch ein bisschen Salz auslegen, gleich wieder. Jin ist territorial, bei Bedrängnis angreift, ebenfalls bekannt, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Könnte sein. Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Jin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Das andere war Oni, oder? Ja. Bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Nur die Mikrowelle, oder? Ins Wasser. Stimmt, nehmen wir Oni und fahren ab. Ist Alex jetzt alleine reingegangen? Das wäre ein Geisterbuch bei Oni, ne? Ja, kann sein, dass die nicht passend lagen. Noch ein bisschen Salz ausgelegt. Oh, ist ziemlich easy da drin, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie man sterben kann. Du willst also nochmal reingehen, die Bücher an eine andere Stelle legen, dass wir nochmal sehen können, ob sie da reinschreibt? Nee. Weil zweimal drin alle guten Dinge, Reif und Geist und. Wer an dem ich im Jenseits. Mittlerweile wird es zu gefährlich. Haben wir ein Bild vom Geist? Wir können eh noch nicht fahren, oder? Ja, Hammer. Ah, doch, Hammer, gut. Dann können wir fahren. Dann würde ich sagen, stellen wir Jin ein. Das ist Geisterbuch. Nee, dann ist Oni. Ne, Geisterbuch ist Oni. Geisterorbs ist Jin. Genau, meine ich ja, Geisterorbs. Nee, was? Wir wollten doch Oni. Ich bin verwirrt. Ja, eigentlich schon. Geisterbuch, Oni. Passt. Wegen Aktivität und der war so aktiv da in der Küche und mit dem Wasser im Bad. Dann schmeiß mal irgendwas raus, Andi, wenn du auch was eingestellt hast. Wunderbar, dann können wir losmachen. Engine. Verdammt. Okay. Gab's wenigstens ich hab Versicherung? Halt, ich hab halt Foto gemacht, ne? Und dann kam Wiesel mir auch noch entgegen und dann hab ich gesagt, geh rein, geh rein, geh rein. Und da war okay. Wahrscheinlich mein Tod. Das kann gut sein, ja. Siehste, also hast du dich selbst getötet und ich hab dich nicht. Naja, der kam ja nur, weil du dreimal gerufen hast. Sonst wären wir alle draußen gewesen. Und ich musste lachen, weil du schon wieder in der Ecke standest auf Toilette. Ich musste mal, Entschuldigung, dass ich mal musste. Muss ich wieder mit dem Kopf im Klo oder was?
suboptimaler Auftrag, aber gab ja ganz gut Geld. Ist okay, Cartman. Und mit Verlusten und falschem Geist trotzdem 120 EP, sehr gut. Rede deinen Auftrag nicht gut, Fabi, das war nicht doch, gut. Doch, das war okay. Das war besser als deiner. Nur ein Verlust.